Sagt die Bibel etwas über christliche Rockmusik? Mit diesen Ausführungen lehne ich mich an ein Buch von Jeff Godwin, What's Wrong with Christian Rock? Was läuft falsch mit christlichem Rock? Nun, überzeugte Fans weltlicher oder christlicher Rockmusik behaupten mit Bestimmtheit, es gebe keine Bibelstelle, die sagt, du sollst keine christliche Rockmusik hören. Aber ist das so eindeutig? Wir betrachten einige biblische Aussagen zu dieser Frage etwas näher. Zuvor jedoch soll klargestellt werden, wogegen sich die nachfolgende Kritik nicht richtet. Sie richtet sich nicht gegen Musik, die das geistliche Leben des Christen fördert. Solche gute Musik trägt folgende Kennzeichen. Erstens, sie verherrlicht den dreieinigen Gott in Text und Musik. Vergleiche hierzu die Psalmen 145 bis 150. Zweitens, der Text ist gut verständlich und wird nicht von lauten Rhythmen übertönt. Vergleiche hierzu 1. Korinther 14, Verse 7 bis 9. Drittens, sie besteht nicht überwiegend aus Rhythmus, sondern aus einem ausgeglichenen Miteinander von Rhythmus, Melodie und Harmonie. Man lese hierzu Epheser 5, Vers 19 und Kolosser 3, Vers 16 und 17. Viertens, es werden nicht ekstatische Zustände oder sexuelle Empfindungen angeregt, sondern der Mensch wird in seiner Ganzheit als Geist, Seele und Leib angesprochen. Sein Verstand wird nicht ausgeschaltet. Vergleiche hierzu 1. Korinther 6, Verse 18 bis 20 und 1. Petrus 5, Vers 8. Und fünftens, sie gibt nicht Menschen, sondern allein Gott die Ehre, Gott allein. 1. Korinther 3, Vers 21. Gegen Musik, die diese Kriterien nicht erfüllt, richtet sich die nachfolgende Kritik. Sie wird der Einfachheit halber als christliche Rockmusik bezeichnet. Hierzu nun einige Bibelstellen, die zum Nachdenken anregen können. 3. Mose 10, Vers 10. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Es gibt also laut dieser Bibelstelle einen Unterschied zwischen heilig und unheilig, rein und unrein, geistlich und weltlich. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Durch diese und viele ähnliche Verse ruft Gott uns auf, unser Fleisch, das heißt unser altes ungeistliches Wesen, zu kreuzigen. Die Wirkung der sogenannten christlichen Rockmusik dagegen ist es, das verdorbene alte Fleisch, den alten Menschen zu füttern, bis er recht fett geworden ist. Er kann die gleiche ekstatisierende, rebellische Rockmusik hören, nur unter christlichem Vorzeichen, wobei er vom Text in der Regel ohnehin wenig versteht. 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, christliche Rockmusik sieht nicht nur weltlich aus, sie ist weltlich. Wenn deine Lieblingsstars mit hautenger Kleidung, gestylten Haaren, Rauchbomben und Lichteffekten auf die Bühne kommen, sind sie die Fleischeslust, die Augenlust und der Stolz in Person. Wer das nicht versteht, ist noch in tiefer Gebundenheit seines fleischlichen, ungeistlichen Wesens. Weltmenschen haben oft ein feineres Gespür für solche Dinge und sie klagen Christen, die das nicht durchschauen, der Heuchelei an. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Christliche Rockmusik kopiert die Welt. Wenn ein gottloser Sünder Rockmusik hört, zittert er und schüttelt sich im Rockfieber. Wenn ein christlicher Rockfan christliche Rockmusik hört, zittert er und schüttelt sich ebenfalls im Rockfieber. Wo liegt in dieser Hinsicht ein Unterschied? Nochmal zurück zu 3. Mose 10, Vers 10. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Wir nannten bereits den Unterschied zwischen heilig und unheilig, göttlich und profan. Christliche Rockmusik versucht, diesen Unterschied zu bestreiten und die Trennungslinie zu beseitigen. Aber Rockmusik bleibt weltlich, egal welches Etikett sie sich aufklebt.
und auch welche Texte sie benutzt. Denn sie kommt von ihren Wurzeln her, aus dem Heidentum. Nämlich stellen wir dabei fest, die ekstatischen Phänomene bei afrikanischen Stammestänzen oder Trance-Elemente aus fernöstlichen Religionen. Und sie stammt aus dem Geist der Rebellion, der die Hippie-Generation der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts prägte. Noch weitere Bibelstellen. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Lieber Zuhörer, vielleicht bist du ein christlicher Rockmusiker, der sich von Gott berufen fühlt. Deine subjektive Überzeugung möchte dir niemand absprechen. Aber überlege bitte einmal, würde Gott dich in einen Dienst berufen, der überwiegend die sexuellen Empfindungen anspricht und darüber hinaus durch die Lautstärke der Musik die Gefahr mit sich bringt, dein Gehör und das Gehör deiner Zuhörer zu schädigen, sowie stimulierende oder rauschartige Zustände hervorzurufen? Wenn du wirklich gerettet bist, dann ist dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Es gibt keine Berechtigung, ihn durch Spielen oder Hören ohrenbetäubender sogenannter christlicher Rockmusik zu schädigen oder zu zerstören. Oder meinst du wirklich, es könnte ein Segen darauf liegen, wenn du oder deine Zuhörer mit 40 Jahren gehörgeschädigt sind? 2. Mose 20, Vers 2 bis 3 lesen wir: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir sollen allein Gott verehren, nicht Götzen oder menschliche Idole, was wörtlich Götzenbilder heißt. Fans christlicher Rockmusik werden dagegen halten: Ich verehre die Stars doch nicht. Aber bitte prüfe dich einmal, wie viel Zeit, Energie und Geld gibst du aus für Kassetten, CDs, Poster und Konzerte, auch von sogenannten christlichen Rockstars? Ist dein Zimmer mit ihren Bildern tapeziert? Regst du dich auf, wenn jemand deine christlichen Rockfavoriten in Frage stellt? Falls dies der Fall ist, betreibst du Menschenverehrung. Und das ist Götzendienst. Mach dich frei davon, denn Götzendiener, so lesen wir in 1. Korinther 6, werden das Reich Gottes nicht erben. Wie jedem Menschen, so gilt auch Fans christlicher Rockmusik die Einladung: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Zusammenfassend, auch nochmal zum Nachschlagen in der Bibel, möchte ich Folgendes sagen. Anhänger christlicher Rockmusik sollten, wie alle Christen, Jakobus 1, Vers 22 beherzigen. Stattdessen leben sie häufig so, wie es in 2. Petrus 2, Vers 18 bis 22 beschrieben ist. Das Ergebnis dieser Haltung wird beschrieben in Hebräer 10, Verse 26 bis 27. Die Antwort auf das Problem findet sich in 1. Johannes 1, Verse 5 bis 10. Was kannst du tun? Erstens, bitte Gott um Wegweisung im Blick auf christliche Rockmusik und dein geistliches Leben. Zweitens, merkst du, dass sogenannte christliche Rockmusik für dein Glaubensleben nicht förderlich ist, dann sei konsequent und schaff die entsprechenden Musikträger fort. In Anklang an Apostelgeschichte 19,19, wo sie auch ihre Zauberbücher verbrannt haben. Drittens, wenn du Stars, also Menschen, verehrt hast, dann bitte Gott um Befreiung davon und um Vergebung dieser Sünde. Das gleiche gilt, falls du selber ein verehrter Star bist. Drittens, lerne es ganz neu, die Stille auszuhalten und so auf Gott und sein Wort zu hören. Und viertens, höre geistlich förderliche Musik an, die die am Anfang beschriebenen Kennzeichen trägt. Gott, der Herr, möge dir helfen und Kraft schenken. Amen.